Mit dieser kleinen Kugel hier kann ich die Schwerkraft austricksen. Wenn ich die Kugeln fallen lasse, dann fallen die nicht einfach nur nach unten und bleiben da, sondern die oberste Kugel schießt wieder hoch. Warum ist das so? Das Experiment zeigt uns Energie- und Impulserhaltung. Lass uns mal genauer gucken, was mit der Energie während des Experiments passiert. Wenn ich jetzt nur die untere Kugel fallen lasse, dann wandelt sich die Bewegungsenergie der Kugel unten in Verformungsenergie um. Die Kugel dellt ein bisschen ein, dann springt sie aber zurück in ihre ursprüngliche Form. Sprich, die Verformungsenergie wandelt sich zurück in Bewegungsenergie und die Kugel prallt wieder vom Boden ab. Wenn ich jetzt alle Kugeln fallen lasse, dann verformt sich die unterste Kugel wieder unten. Diesmal wirkt sie aber wie ein Trampolin und überträgt ihre Energie an die mittlere Kugel. Die mittlere Kugel überträgt ihre Energie an die oberste Kugel. Und die oberste Kugel bekommt so viel Energie, dass sie höher springt als zu dem Punkt, von dem ich sie habe fallen lassen.